Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Okay, Doki. Gut. Ja. Ich habe ehrlich gesagt total vergessen, was wir letzte Folge gemacht haben. Ohne Witz, ich hab's total vergessen. So, haben wir nicht? Wurden wir nicht? Haben wir nicht? Samantha, einem Bären zum Fraß vorgeworfen? Ja, oder? Sie ist zumindest nicht mehr da. Oh, ein Feuer. Aber diesmal war es nicht Samantha. Blitz? Nee, ein Kabel ist durchgebrannt. Okay, ist das hier alles auch brav? Heimatzone? Hm, ein bisschen größer machen hier. Und dann löschen gehen. Oh, die Batterien sind leer. Oh nein. Oh Gott. Es brennt ganz gewaltig. Freunde. Könnte jemand, wie Kate zum Beispiel, hier mal anfangen? Boah, das Ding auch noch gleich in die Luft fliegt. Teamwork. 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 Dankeschön. Harry, könntest du vielleicht direkt hier, damit wir wieder Strom haben? Weil sonst ist gleich wieder alles schlecht hier. Ich sehe es doch kommen, ey. Ja, es kämpft. Es kämpft. Kann man eigentlich Strom-Prios zuweisen? Nicht wirklich, oder? Ach ja, den ausschalten wurde mir gesagt, natürlich, solange wir das nicht brauchen. Ich könnte das mal markieren eigentlich mit dem Markierungsgrad. Wo denn hier was zu holen ist. Als nächstes würde ich dann vielleicht wirklich sogar das hier nehmen. Oder ich hoffe mal, dass sich das lohnt. Puh, ja. Also, das Gebiet hier. Lass mal markieren. Okay. Jawohl. Jetzt beruhigt euch doch mal, die Solarpaneele sind doch gleich wieder für euch da. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh Gott. Stromprobleme. Oh, bye bye. Bist du verbunden? Ja, ne? Du arbeitest auch. Ist hier alles gut? Ja, oder? Wie viel hättest du eigentlich verbraucht? 1500. Okay. Du jetzt aus bist, dann ist ja sowieso ganz gut. Also. Kabel sind alle da. Hier oben ist wieder aufgeräumt. Okay. Siehst du in den Kommentaren, wir könnten jetzt mal langsam vielleicht mal wirklich hier oben in den großen Raum reinbuddeln, weil wir jetzt so viel Verteidigung haben. Aber ich bin trotzdem schissig, muss ich sagen. Und ich glaube, damit warten wir noch ein bisschen. Ein bisschen warten wir noch. Haben wir eigentlich, genau, die Frage, die sich mir stellte, war, die Mechanoiden, die wir hier gefunden hatten, in diesem bescheuerten Shit, die sollen ja zerlegt werden. Die wurden schon zerlegt. Haben die denn auch Waffen gedroppt oder waren die angewachsen quasi? Also im Sinne von, der ihre mutierten Hände waren, ihre Schießgeräte. Oder hatten die echt Waffen? Ich glaube, die hatten echt keine Waffen, sondern das waren angewachsene Dinger. Bist du durch? Hm? Oh, ein weiteres Baby-Alpakali. Ja. Oh, halt, Moment, stopp, halt. Moment, stopp, halt. Moment. Es ist Inzest. Naja, was soll's. Ich glaube, es ist bei denen egal. Es ist ein Spiel, nicht wahr? Ich glaube, es ist egal. Ich hoffe doch zumindest. Hoffe ich. Sozialsohn. Ich weiß es nicht. Biber. Nein, nicht schon wieder. Och komm, ey. Ehrlich? Mir reicht's langsam mit diesen scheiß Viechern. Das nervt. Ist es denn überhaupt hier? Ja, sind wieder hier. Sie sind wieder hier. In unserem Revier. Und gehen nie wirklich weg, verdammte Scheiße.
Ich hasse sie. Okay, kurz evaluieren wir hier, was macht Inventar. Ich glaube, Kate hat inzwischen einen langen Speer, den könnte sie inzwischen auch mal nutzen. Okay, und Callahan. Callahan. Okay, Callahan. Da ist. Warte mal, Gamble, warst du nicht? Nee, du. Minigun, ja, doch. Mhm. Okay, Callahan, Gamble, Goldie, Reyes, Katie Kate. Attack. Biber-Alarm, mal wieder. Oh, geilo. Scheiß Biber, ey. Ich hasse sie, sie sind so nervig. Mann. Aber ganz ehrlich, lieber Biber, als einmal so ein scheiß giftiges Raumschiffstück. Das war nämlich echt anstrengend. Immerhin kommen sie von beiden Seiten, das heißt, wir können sie direkt mal einkesseln und sich gegenseitig umbringen. Ach Gott. So. Gamble. Schnapp dir den, ne? Reyes. Callahan. Kate. Hier in Reyes. So, Goldie, du bist voll im Weg. Lass den beschießen gehen. Callahan, mach keinen Scheiß. Dann beschießt über den, ne? Gott, trifft dich das große Faultier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte mal ganz gut speichern. Wenn das Faultier trifft, das wäre ziemlich blöd. Für die. Das arme Vieh. Ah, Kate ist durch. Gut. Next. Okay, Leute, Goldie. Halb lang machen hier. So, Goldie kann hier hin. Ach, die Kate hat sich wieder. Du machst den dann, ne? Und du kannst jetzt den machen. Achso, Kate. Töten. Alpha Biber rächt sich. Ja, wow. Helen! Nein, beschießen bitte. Oh, Kacke! Die rächen sich alle? Die rächen. Oh, ja, okay, gut. Ja, nochmal, nochmal, nochmal. Ich hab sowas geahnt, Freunde. Ich hab sowas geahnt. Die Biber rächen sich. Alter Vater. Vielleicht sind wir doch ein bisschen viele. Die Ladezeiten werden echt mal länger, das sage ich euch. Und das für so ein kleines Spiel, das ist sehr erstaunlich irgendwie. Hm. Also klein im Sinne von nicht 3D. Töte den mal. Callahan. Wo ist den noch? Wo ist denn Kate? Doch, ja. Den hier, ach ja. Ach, egal. Vielleicht müssen wir nochmal laden, deswegen lasse ich die Auflösung mal kurz so, wie sie gerade ist. Hm. Oh, Campbell. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Ach, Gold jetzt. Achso, ist es gut. Kate. Dann nimm du mal den hier. Nein. Callahan, der muss tot sein, bitte. Okay. Oh, halt. Bitte euch nicht gegenseitig wieder anschließen. Danke. Reyes, schnappt ihr mal den Biber hier. Goldie kann hier mithelfen. Nein, geht's hier hin. Gamble. Den hier. Reyes. Schießen. Callahan, du hast den erledigt. Gut. Dann gehen sie mal, gehen sie mal, gehen sie mal. Die sind nicht mehr übrig, wa? Kate ist da verletzt, aber kann immer noch den hier angreifen. Das war's. Callahan darf gehen. Und den hier gleich mitnehmen.
Blaze. Nein. Oh oh. Gamble, mach keinen Scheiß. Das Faultier bringt dich um. Okay, Gamble. Es reicht. Danke. Du hast auch genug gedient mit deinem Minigun. Das ist ein bisschen zu heftig. Trag den mal weg, bitte, Goalie. Der Rest ist dein Ding. Reyes. Schnapp dir den. Kate, schnapp dir den. Oh, knapp. Halt, Reyes. Oh Gott. Bist du Jack? So, den. Oh, er hat Kate getroffen. Na toll. Die blutet ein bisschen. Kate ist durch, ne? Gut. Nimm den mit. Danke. Goalie. Haben wir noch zwei, ne? Da kommt ein Gibite. Wer ist denn Callahan? Was ist mit dem los? Oh, Vorsicht bitte. Goldie, nein. Lass das. Okay. Ey, jetzt sollst du hier hingehen. Und den verschießen. Danke, Goldie. Hier. Du schießen. Okay. Sehr schön. Ah. Aha. Zack. Goldie Reyes. Aus dem Kampfmodus raus. Aus dem Kampfmodus raus. Und mitnehmen. Tragen. Dankeschön. Oh Gott, Biber losgeworden. Immerhin. So. Kate. Du isst was. Und dann geht's ins Bett. Gut. Sehr schön, sehr schön. Die erholt sich schon wieder, denke ich, hoffe ich. Und wir kriegen wieder Biberfleisch. So. Okay, momentan speichern wir gerade nicht so viel Strom. Ich frage mich gerade, warum. Wahrscheinlich wegen den vielen, vielen von denen, ne? Obwohl, die kosten gar nicht so viel Strom. Was zieht denn hier so viel Strom? Dass die Batterien wieder keinen Strom nehmen. Ach, wir sind gerade erst entladen worden, ne? Haben wir durch die Mechanoiden jetzt wieder Bauteile? Ein paar haben wir, ne? Ein paar. Papa. Okay. Lass uns erstmal schlafen in Ruhe hier. Bleibt mir auch schnell. Kate ist wieder fit. Läuft. Wunderbar. Was forschen wir gerade? Wir forschen gerade. Wovon forschen wir denn gerade? Ach ja, Komponenten und Teile. Gut. Danach ist Raumschiff dran, hä? Sobald wir das Raumschiff gebaut haben, komplett sind wir durch, Freunde. Aber ich glaube, bis dahin fehlt uns noch eine Menge, Menge Material, was wir noch irgendwie besorgen müssen. Da wäre vielleicht mal so eine durchgängige ja, Produktion ganz gut von irgendwas, Stoff am besten. Okay, diese Teufelspilze werde ich, glaube ich, nie wieder anbauen. Die dauern ja so ewig lange und sind so empfindlich. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Warte mal hier. Kartoffeln. Für den Winter. Und Erdbeeren machen wir gerade. Können wir hier dann noch einmal Baumwolle anpflanzen. Vielleicht wird ja noch reif vorm Winter. Es ist der vierte Herbst, von daher könnte noch gut sein. Außen sind es 18 Grad. Für den Herbst ganz schön warm. Gut. Ist Callahan überhaupt für Feldarbeit geeignet? 16, 12, 5. Callahan, no. No. Just no. Macht mich alles kaputt. Ah, gut, der geht
er geht Bauarbeiten, hier ausgraben. Das ist gut, das ist sehr gut. Wir haben inzwischen wieder relativ viel, 2000 davon, das ist sehr gut. Kann man hier wieder irgendjemand wischen eigentlich? Hier sieht es wieder aus wie bei Hempel mit dem Sofa, Freunde. Das ist der Wahnsinn. Oh nein, ich laufe wieder viel zu viele Leute hier durch. Es geht. Es ist 200 Watt eigentlich das Höchste, was sie machen, ja, ne? Gut, der idelt. Könnten trotzdem mal auf minus 20 gehen, einfach nur, um einen größeren Puffer zu haben. Seltene Trombos, ganz toll. Oh, minus 25 ist halt ein bisschen hart. Minus 20 wäre ganz gut. Denn hier ist schon wieder ordentlich Verkehr. Obwohl, die halten ganz gut, muss ich jetzt sagen. Das ist gut, das ist sehr gut. Schön. Schön. Was macht ein Reyes gerade? Reyes putzt. Ist okay. Ist okay. Darf er gerne mal machen. Das ist nämlich echt schrecklich gerade hier. Fürchterlich. So, Goldie pflanzt an, hat schon abgebaut. Das ging super fix. Schön gemacht. Schön gemacht. So, was haben wir denn so an Fell? Wir haben noch ganz viel Alpaka-Wolle, ne? Ja. Haben wir noch genug Jacken für den Winter? Ich glaube schon, ne? Also. Wir brauchen. Parka. Aus allem, was man so hat. Okay, Parka. 5 Stück. Schaffen wir das? Ja, ne? Bestimmt. Sehr gut. Gute Alpaka-Wolle. Das gibt einen krassen Parka. Ein Alpaka. Aha! Ha! Aha! 2 Trombos. Nice. Männlein und Weiblein? Männlich. 2 männliche. Schade. Oh. Es wird gerade kalt. Oh oh. Okay, Goldie. Ich glaube. Ah, nee, es ist nur ein Sturm. Es ist nur ein Sturm. Gut. Saus wie. Wie Schnee, aber so kalt ist es dann jetzt ja noch nicht. Werd nur nicht vom Blitz getroffen, bitte, Goldie, wir brauchen dich. Harry, wie viel Schneidertechnik hast du inzwischen eigentlich? Bestimmt einiges, oder? Schneiderei 15. Schmied, Bergbau. Pellehen 4, das ist okay. 8, 7. May kann es vor allem übernehmen. Vorratskapsel. Das ist immer schön. Aha, Silber. Nice. Das nehme ich immer und die Schlackgebrocken sowieso. Wir können jetzt mal, wo wir gerade weiterspielen hier, inzwischen zack, 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 behalten. Danke, tschüss. So, besser. So, dann gibt es wieder mehr Metall. Harry, wie schaut's aus? Wir wissen, wie gut der Parker wird und wie gut er dann ist. Wahrscheinlich selbst anziehen Inventar. Jacke. Ein guter Parker. Ist doch ganz nett. Ja, der hält ordentlich warm. Minus 6? Warum? Gut, ist wahrscheinlich einfach nur ein Parker halt, ne? So, worin werden die Sachen gelagert? Ach ja, hier, in den Dingen, ne? Legendär? Ist denn da drin? Kann man das nicht einsehen? Komisch. Komisch. Soll man ein paar Sachen verkaufen langsam?
Ach, deswegen konnte ich bei den Dingenshändlern auch nicht angeben, weil die ja nicht in der Nähe vom orbitalen Feuer sind. Okay, naja, gut. So. Okay, soweit läuft hier doch alles ganz prächtig. Gut. Wir werden Kartoffeln geerntet für den Winter. Schön, schön, schön. Wie schaut's hier aus? Futtertechnisch. Was ist das? Ach so, Milch. Milch von einem Tier. Ja, toll. Wo sind denn die Gerichte? Die fertigen. Da oben. Aha. Haben wir wieder? Machen wir wieder? Fine Meals. Eigentlich schon, aber ich glaube, es geht nur mit Fleisch, oder? Ich habe noch genug Fleisch. Was ist da los? Ach, Freunde der Sonne. Gut, hatten wir genug? Von denen. Ja, haben wir für mehr Krankenbetten. Ja, die hat ja extra umgestellt gehabt. So, das machen wir noch eben. Möbels, Krankenbetten. 1, 2. So, jetzt haben wir nämlich noch den Krankenflügel hier. Wir könnten auch nochmal als nächstes den Vitalmonitor erforschen, nachdem einfach nur. Das ist, schaltet den Vitalmonitor frei. Dieser verbessert die Behandlungsqualität von Patienten, wenn sie neben einem medizinischen Bett, nicht einem normalen Bett im Krankenmodus, aufgestellt werden. Okay. Wir brauchen mal so einen echten Arzt langsam irgendwie, der auch mal ordentlich ihn wieder zusammenflicken kann. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß noch, Ian. RIP Ian. Oh Gott, dein Bein. Es tut mir leid, Ian. Du warst ein guter Mann. Naja. Shit happens, nicht? Oh Gott, arme Sau. Ah. Hatte ich gesagt, ich brauche meine Solaranlagen? Eigentlich schon, ne? Ich brauche die Fuses. Ah, obwohl. Ah, ist schon okay. Ist schon okay. Ist schon okay. Wir könnten ein zweites Batterielager machen, wenn dann sich dann der eine Haufen mal entlädt. Ist der andere geschützt? Ah, die kann ja auch so verdingsbumsen, ne? Kann ich sogar. Ja. Verdingsbumsen ist immer gut. Also. Nein. B. Okay. Hier Shortcuts nutzen, Freunde. Nein. Ich stopp halt das. Abbrechen. Abbrechen. Okay, was fehlt hier noch? Das fehlt noch. Zack. Und dann? Ah, hier haben wir die Kabel in der Wand, ne? Shit. Oh, müssten die eigentlich einen von der Wand weg? Oh, nö. Kann ich den hier unten aufstellen? Warte mal, sind meine Stromkabel verlegt? Ja, da oben. So. Kann ich mal kurz machen, bitte? Hallo? Danke, Harry. So. Okay. Kann das bitte wieder jemand hier umherschieben? Hallo, Harry? Haben wir eigentlich andere Sachen zu tun? Na, ist auch egal. Gampel? Nee, du konntest nicht. Kannst du? Tu mal. Ich muss aber das umstellen. Nicht? Komm schon, tu es. Okay, ich habe es wieder dran. Guti, guti. Das hier auch noch. Und
So, dann können wir noch eine bauen, meinetwegen. Und hier... Die sind jetzt erstmal nicht verbunden, ne? Genau, dann können wir nämlich jetzt zwei Einspeisungen machen. Einmal hier, einmal da. Da bauen wir dann die Fuse zwischen. So. Dann müssen wir die eigentlich auch noch umstellen, damit wir die auch abfusen können. Oh, wie viel kosten die eigentlich? Ein Bauteil, 20 Dingens. Bauteile sind problematisch immer noch. Oh, halt, Rudel. Menschliche Tiere der Gattung Elefant. Oh nein, nicht schon wieder die Elefanten. Ach, diese Elefanten. Rudel wird die Gegend in ein paar Tagen wieder verlassen. Okay. Es ist nur ein Elefant. Warum sagen die Rudel, wenn es nur ein... Oh. Es ist vollkommen unwichtig. Okay. Gut. Weiß ich Bescheid. GG. Unwichtig. Okay, unwichtig. Gut. Sehr schön. Danke, Harry. Gut, dann... Machst du keinen Strom? Ja. Okay, jetzt ist wieder da verbunden. Sehr schön. Sehr schön. Warum hast du jetzt keinen Strom mehr? Bist du bescheuert? Ach so, deswegen. Ah, I see. Okay, dann schließen wir hier mal kurz den Kreislauf. Und können wir das Kabel hier mal... Nicht du, Eichhörnchen. Das Kabel... Oh, was ist passiert? Ah, meine Maus. Hallo, Maus. Was war da jetzt los? Fussel? Hm, komisch. Abreißen. So, damit ich die endlich versetzen kann. So. Ja. Gut. Wir machen uns gut. Was haben wir hier, ne? Okay. Wo sind meine Teile? Halt, was? Oh. Abpsychisches Brummen für weibliche Kolonisten. Cool, dass wir davon am meisten haben. Haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ausgeglichen. Relativ. Fast. Ich hab noch nie einer von meinen Kolonisten ein Kind gekriegt. Schade eigentlich. Hier, Goldie müsste eigentlich mal bald, ne? Eigentlich? Schade. Ach ja, natürlich können wir sie wieder alle hier auf die gute Medizin setzen, fällt mir gerade so ein. Weil jetzt ist ja alles wieder gut. Wir haben ja genug von den Paketen. Okay. Kratznarbe, Stichnarbe. Gut. Oh ja, hier muss dringend Strom verlegt werden, sonst ist blöd mit dem Bohrer. Achso, wir sind übrigens in der Ende der Folge angekommen. Ich würde sagen, wir sind in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.